Nächster Redner ist Gerd Krusche, FPÖ Steiermark. Herr Präsident, Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen, an und für sich haben wir ja geplant, beiden diesen Novellen zuzustimmen, aber vielleicht überlegen wir es uns ja noch einmal kurz nach der ersten Abstimmung und verlangen dann noch eine zweite und dann stimmen wir dagegen. Wer weiß, alles scheint möglich zu sein. Wie immer das ist, ich möchte nur ganz kurz auf die... Herr Kollege Krusche, ich wiederhole mich nochmal, ich habe das Abstimmungsverhalten nicht festgestellt. Sie sind an Bord. Können wir also schnell machen. Was die Bedenken der Grünen betrifft, da habe ich die gegenteilige Ansicht. Ich hoffe sogar, dass der Herr Minister die zugehörige Verordnung möglichst rasch in Kraft setzt, weil ich glaube, es ist einfach ein Erfordernis der Zeit, nicht nur jetzt für die Industrie, sondern auch für das, was schon im Einsatz ist, im Praktischen an Assistenzsystemen. Und da geht es ja jetzt nicht darum, dass einer mit 100 auf der Landstraße fährt, ohne die Hände am Lenkrad zu haben, sondern primär beispielsweise um Stauassistenten und solche Dinge. Also wenn man sich auf der Autobahn im Schritttempo fortbewegt, dann halte ich das durchaus für sinnvoll. Und nachdem man damit rechnen muss, dass die Entwicklung ja fortschreitet und es immer neue technische Möglichkeiten geben wird, ist es also sehr vernünftig, das wesentlich rascher auf dem Weg einer Verordnung jeweils lösen zu können, als wenn man bei jeder Neuigkeit dann das Parlament damit befassen muss. Aber ich habe schon gesehen, ich glaube, das ist bei den Grünen die angeborene Phobie vor der Industrie, dass man da glaubt, es wird, da wird dann Schindluder damit betrieben. Einen Wermutstropfen hat das Gesetz allerdings für mich. Die Frau Kollegin Juncker hat es bereits angesprochen. Das ist die Streichung der Lenkerberechtigung für C-Führerscheininhaber, um leere Busse beispielsweise zu nach einem Service, nach einer Reparatur testen zu können. Und der zuständige Beamte im Ausschuss hat uns das sehr plausibel und sehr eindrucksvoll eigentlich erklärt. Kein Mensch weiß, warum, aber die Kommission hat das, was die andere Kommission vor 10 oder 12 Jahren bereits toleriert hat und dem zugestimmt hat, jetzt auf stur gestalten und ist ganz pingelig und sagt, nein, das geht nicht. Und das sage ich gerade Ihnen, Herr Bundesminister, als ehemaliger EU-Abgeordneter, das sind genau die Punkte, die die Menschen nicht verstehen. Wenn hier nur um offensichtlich die eigene Macht und die eigene Kraft bestätigen zu wollen, nämlich die der Kommission, sinnlose bürokratische Buchstabenreiterei betrieben wird. Denn ich glaube, es wird keinen geben, der mir einen Unfall seit der Erfindung des Kraftfahrzeuges sagen kann, der deshalb passiert ist, weil einer einen leeren Bus gelenkt hat und der nur einen C-Führerschein gehabt hat. Das ist weder im Sinne der Verkehrssicherheit, noch hat es sonst wo einen Sinn. Aber wir werden diesen Wermutstropfen trotzdem schlucken. Aber ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Erfahrung und mit Ihren Connections in der EU in Zukunft solche Sinnlosigkeiten verhindern können oder zumindest dazu beitragen, um damit vielleicht auch das Bild der EU in der Öffentlichkeit wieder ein bisschen verbessern können. Man müsse rechtzeitig die Gesetze an die technischen Neuerungen anpassen, so Gerd Krusche von der FPÖ Steiermark. Das Wort erteile, ich habe in meiner Antrittsrede was ganz Wesentliches vergessen. Die Einstundsgeschenke des Präsidenten kommen dieses Mal aus der Heimatregion von Armin und von mir vom Naturpark Gesäuse. Das wollte ich noch ganz kurz mitteilen.